Der Königspalast von Versailles. Ludwig des 16. und Marie Antoinettes Wohnsitz. Welche Dekadenz. Viel Glück, Strohkopf. Ah, Shay! Ihr seid für den Hof wahrlich bestens gewandert. Vielleicht gewährt euch König Ludwig ja eine Audienz. Ich bezweifle, dass mich selbst diese Breschen in des Königs Gemächer bringen. Eigentlich bin ich nur hier wegen eines Geschäftsfreundes. Ja, ich hörte, eine Gruppe von Händlern sei anwesend. Vielleicht sehen Sie sich meine wissenschaftliche Demonstration an. Das sollten Sie. Sie könnten etwas lernen. Dennoch würde ich nicht darauf zählen. Ich gehe nun. Habt vielen Dank, Master Franklin. Und jetzt zu Charles und der verdammten Schatulle. Das ist er, Charles Dorian. Gesehen? Ich bin Arnaud. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Entouré de bêtes sauvages et la menace de la guerre flamme au-dessus de nos têtes chaque jour que Dieu fait. Gentlemen, ich beschütze dieses Artefakt mit meinem Leben.
Arno? Wo bist du hin? Ihr seid der Verräter. Ich beende nur alte Geschichten. Oh, Connor und seine Assassinen. Die Revolution hat eure Templertaten ungeschehen gemacht. Dann sollten wir eine eigene Revolution anzetteln. Die Grundregeln des Ordens ehren und alles, wofür wir stehen. Niemals seine Geheimnisse verraten, noch die wahre Natur seines Schaffens. Und dies bis in den Tod. Egal, was passiert. Das ist mein neues Credo. Ich bin Shay Patrick Cormac, Templer des kolonialen, des amerikanischen Ritus. Ich bin nun ein alter Mann und vielleicht weiser. Ein Krieg und eine Revolution gingen zu Ende. Und eine neue bahnt sich an. Möge der Vater des Verstehens uns alle leiten. Es ist mir ein Vergnügen und Ehre, Sie zu begrüßen. Eins muss ich sagen, Strohkopf. Sie haben gezeigt, dass Sie mehr als ein Versuchskaninchen sind. Die extrahierten Daten aus Cormacs Erinnerungen waren sehr nützlich. Shays Story ist eine Botschaft. Eine, die zeigt, dass in Gefahr ein Assassine lieber die Ordnung wählt, statt Freiheit. Und wir stehen für höchste Ordnung überhaupt. Was sie auch ihr Animus-Erlebnis gelehrt hat, berührt nur die Oberfläche. Wir existierten bereits vor der menschlichen Geschichtsschreibung und sind gerade erst wiedergeboren. Im Gewand von Abstergo Industries. Und Entertainment. Sie sind jetzt eingeweiht und ihre Augen sind geöffnet. Sie sahen die Welt, wie sie wirklich ist. Es gibt kein Zurück mehr. Wir haben große Pläne für Sie. Der Vater des Verstehens hat Sie zu uns geführt. Und dafür sind wir dankbar. Die Probe Ihres wahren Wertes steht bevor. Und sie beginnt mit einer Wahl. Folgt uns und Ihre Zukunft ist absolut gesichert. Oder...